Auf diesem Teil unserer Reise ging es von Saragossa ab Richtung San Sebastian, wo wir eigentlich die Nacht verbringen wollten. Aber manchmal kommt es halt anders wie geplant. Beide Stellplätze, die wir ansteuerten, waren leider schon besetzt. Naja, kein Problem. Also haben wir uns kurz entschlossen dazu entschieden, einfach weiter nach Frankreich, Richtung Oranje zu düsen. Und tatsächlich hatten wir dort Glück und fanden schließlich einen gemütlichen Platz, wo wir die Nacht verbringen konnten. Da kommt wieder ein spannender Moment. Anfahrt auf eine Mautstation in Frankreich. Wir hatten ja zweimal das Pech, da hat die Mautbox die Schranke nicht geöffnet. Da mussten wir einmal zurücksetzen, einmal haben wir bezahlt. Aber in dem Fall hat sie wieder top gearbeitet, die an der Zimmerbox. Die Fahrt verlief im Großen und Ganzen ganz ohne Probleme. Kein Stau, kein Stress, ganz ruhig. Die Landschaft, durch die wir gefahren sind, war sehr abwechslungsreich. Ständig gab es etwas Neues für uns zu sehen. Aber manchmal tauchten auch vor uns hin und wieder ein paar ganz schön fiese Nebelbänke auf. Hat die Sicht ein bisschen getrübt, aber im Großen und Ganzen sind wir ein bisschen langsamer gefahren und ging es einfach. Schon San Sebastian. Wir fuhren dann zu dem ersten Stellplatz, den wir uns rausgesucht hatten. Das war unten in der Stadt, aber leider war der auch schon belegt. Und auch der zweite Platz war allerdings ein Campingplatz, der war auch belegt. Wie schon erwähnt, sind wir dann weitergefahren Richtung Frankreich, Richtung Oranje. Da hatten wir uns einen Campingplatz rausgesucht, da haben wir auch vorher angerufen, ob da überhaupt ein Platz frei ist. Das war ja schon schließlich Nachsaison, also im November. Und es war noch ein Plätzchen frei, war ein schöner Platz. Den Campingplatz stellen wir aber dann nochmal in seinem separaten Video vor. Wir danken euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like, Abo. Bitte da lassen, würde uns freuen. Danke, tschüss.